Es ist kleiner als die meisten MATX-Gehäuse, ein 360 mm Radiator. Das ist wirklich eine Hausnummer. Moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV und ich bin immer wieder auf der Suche nach neuen coolen Gehäusen, die vor allem auch preisgünstig sind, aber einiges zu bieten haben. Und auf der Suche nach, ja, wieder einem neuen kleinen Video habe ich was ganz Feines gefunden, und zwar ein Gehäuse, das schon etwas länger auf dem Markt ist, aber irgendwie ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, obwohl es einige Features mit sich bringt, die, ja, mehr oder weniger einzigartig sind. Und zwar handelt sich die heutige Folge um das Thermaltake Core G3. Das Gehäuse, das hier auf dem Tisch steht und das wir gleich unter die Lupe nehmen werden. Also, eingeschaltet bleiben und bis gleich. Ja Leute, hier haben wir das Thermaltake Core G3. Das Ganze ist ein ATX-Gehäuse, haltet euch fest. Es hat aber ein kleineres Füllvolumen, ja, von der Größe her, als mein jetziges MATX-Gehäuse. Da steht Project Predator. Das hier ist ein sehr, sehr kleines MATX-Gehäuse, das schon über alle Himmel hinweg gelobt wird, wie gut und kompakt das Ganze gebaut und designt wurde. Das hier ist das Core G3. Ein Gehäuse von, ich glaube, vor über 2 oder 3 Jahren, das ein ATX-Motherboard unterstützt, aber ein kleineres Füllvolumen aufweist als ein MATX-Gehäuse. Ein sehr kompaktes MATX-Gehäuse. Wie zum Teufel soll das möglich sein? Und die Antwort ist so einfach und banal und steht hier direkt auf dem Pappkarton drauf. Und zwar unterstützt dieses Gehäuse zwar ATX-Motherboards, aber nur SFX-Netzteile. Und das ist wirklich ein enorm genialer Schritt, den hier Thermaltake gemacht hat. Und zwar, ja, aus jetziger Sicht sogar noch sinnvoller, weil es einfach viel mehr SFX und SFX-L-Netzteile gibt, die einfach ordentlich viel Leistung mit sich bringen. Und daher bin ich der Meinung, dass dieses Gehäuse hier für 2018 definitiv einiges zu bieten hat. Ich will euch jetzt nicht zu sehr spoilern, aber dieses Gehäuse hier, bevor wir es uns anschauen, hat mich hier neu 60 Euro gekostet. Ja, sagen wir es so, ich lasse mich auf jeden Fall auf dieses Gehäuse ein, schau mir an, was sich hier alles drin machen lässt, schau, ob sich hier vielleicht so der ein oder andere Mod in meinem Kopf zusammenbildet, den ich hier drin gerne umsetzen würde. Und dann schauen wir, ob wir das Gehäuse behalten oder wieder zurückschicken. Aber ich bin auf jeden Fall enorm gespannt drauf, was das Ganze hier gleich zu bieten hat. Von der Verarbeitung, von der Umsetzung. Daher würde ich sagen, nehmen wir das Unboxing Knife und machen das Ganze mal direkt auf. Ja Leute, wir haben jetzt hier das Ganze einmal ausgepackt. Wir können uns mal anschauen, was wir hier drauf haben. Oben eben ein Staubfilter, magnetisch, sehr, sehr schick. Also ist schon mal eine gute Sache, dass das hier mit Magneten alles gelöst wird. Ja, wenn wir das Ganze hier umdrehen, haben wir auf der Unterseite nochmal einen magnetischen Staubfilter. Also sehr, sehr nice, dass das hier beidseitig so gelöst wurde. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Hier haben wir die Front von dem Gehäuse. Wir haben hier auf jeden Fall ein sehr, sehr gut ausgeprägtes Front-IO, also sehr gute Anschlussmöglichkeiten über USB 2.0, 2 Stück, und 2 USB 3.0er. 4 3.0er wären natürlich, ja, mir sehr zuvorkommend gewesen, aber sagen wir es so, beschweren wir uns nicht. Es gibt viele Gehäuse, die viel, viel geringer ausgestattet sind als mit den 4 USB-Ports hier in einer Reihe. Trotz des schmalen Formfaktors definitiv gut gelöst hier an der Stelle. Angenehmer Startknopf, Reset-Button ist ein bisschen eingelassen, sodass man da nicht versehentlich gegenkommt. Ja, HDD und System-LED und ja, Mikrofon und Headset-Eingänge haben wir hier auch.
Das einzige Manko, dadurch, dass das eben ein etwas älteres Gehäuse ist, hat es eben den ganzen Tempered Glass Hype nicht ganz abbekommen und hat eben nur ein Acrylfenster. An der Stelle für 60 Euro ist es noch verkraftbar. Ja, das ist so gerade die Schwelle, wo man sich überlegen könnte, lohnt sich vielleicht nach was anderen Ausschau zu halten, um eben Tempered Glass zu bekommen. Aber so wie ich das gesehen habe, lässt sich hier bestimmt was Feines modden. Ja, ist eben ganz normales Acrylglas, beidseitig mit Folie ausgestattet und die lassen wir auch, bevor wir hier irgendwas machen, schön drauf. So, wir gehen jetzt auf der Rückseite hier schrittweise alles einmal ab und wir sehen hier, wie das Ganze ermöglicht wurde, dass das Gehäuse trotz ATX eben so einen schmalen Formfaktor beibehalten kann. Und ja, diese Grafikkarte wird tatsächlich trotz des Alters, ja, das Gehäuse ist wie bereits gesagt über 2 Jahre alt, trotz des Alters des Gehäuses ist dieses Gehäuse ja nur über vertikale Grafikkarten nutzbar. Ja, vom Prinzip her müsste hier im Lieferumfang eine PCI Riser Card mit dabei sein und das für unter 60 Euro ist eben in meinen Augen wirklich der Kracher. So, wir haben hier eben Thumbscrews ganz normal, die das Ganze hier festhalten. In der Tüte selbst haben wir einmal Kabelbinder, eben alle notwendigen Schrauben, eine Anleitung und ja, was sehr interessant ist, hier eben solche Standfüße aus Schaumstoff, damit wir die ja, standardmäßigen mitgelieferten Standfüße ersetzen können, wenn wir das Gehäuse seitlich positionieren wollen, denn das Ganze kann eben nicht nur so nach oben hin positioniert werden, also horizontal, sondern eben auch vertikal hingelegt werden, was wirklich einfach eine Menge Flexibilität mit sich bringt und zum Beispiel auch als, sagen wir, HDPC unter einem Fernseher oder unter einem Monitor sich bestimmt gut machen lässt. Aber ich finde das Ganze dadurch, dass das eben so schön schmal ist und eben diese Ästhetik mit dem Window mit sich bringt, ist das Ganze einfach wie dafür gemacht, so schön gerade zu stehen. Deswegen, ja, nette Beigabe, aber für mich eher uninteressant. Hier alles schön in Schwarz gehalten von den Kabeln. Also da kann man definitiv nicht meckern. Ja, was ich anfangs schon erwähnt hatte, was mich so ein bisschen beeindruckt oder stutzig gemacht hat, war halt eben der günstige Preis von 60 Euro. Und trotzdem kommt das Gehäuse hier mit 2 Lüftern inklusive. Und ja, die sind hier eben in der Front positioniert. Unten haben wir eben unser HDD-Cage, also für SSDs und HDDs ist hier definitiv gesorgt. Können wir uns aber gleich von der Front nochmal anschauen. Ja, unschwer erkennbar. Wir haben hier noch etwas mit beigelegt. In dem Pappkarton hier haben wir unsere Riser-Karte, die richtig schön abgeschirmt und in richtig gutem Zustand geliefert. Definitiv ein großes Lob an der Stelle an Thermaltake. Das Ganze ist auch eingeschweißt, sodass man sieht, dass das eben nicht benutzt wurde. Und ja, wirklich eine sehr feine Sache. Das hier ist wirklich das, was mich am meisten beeindruckt hat. Trotz des Budgets von 60 Euro haben wir hier eben eine relativ hochqualitative, gut verarbeitete Riser-Karte in Schwarz, ohne Knicke, ohne alles. So, hier haben wir jetzt die Front nochmal von dem Core G3 und ich habe mich schon die gesamte Zeit lang gefragt, wie man das Ganze hier abbekommt, dass man an die Lüfter und an den HDD-Cage rankommt. Und im Innenleben von dem Gehäuse sind hier 2 Pins, die müssen zusammengedrückt werden. Auf der einen Seite einmal, dann kommt das Ganze schon mal so ein bisschen hervor. Und auf der anderen Seite einmal. Zack. Und nur diese 2 Pins, die hier oben das Ganze sozusagen festhalten, halten das Ganze im oberen Bereich fest. Unten sind nochmal 2 kleine Haken. Aber wenn man das Ganze nach vorne zieht, lösen sich die Haken automatisch. Und das Ganze ist jetzt easy peasy ab. Ja, Frontpanel lässt sich also richtig simpel entfernen. Und schon haben wir hier unsere 2 Lüfter, die hier im Gehäuse mitgeliefert werden. Und hier unten eben unsere 2 HDD-Steckplätze. Ja, als ich dieses Gehäuse entdeckt habe, bin ich schon direkt so, ich weiß nicht, ja, darauf scharf gewesen, das auszuprobieren, was sich hier mit dem Gehäuse machen lässt, was Radiatorplatzierung angeht. Denn ihr seht, hier der Bereich sind eben 2 120 mm Lüfter. Das ganze Gehäuse hier ist wirklich kaum breiter
als diese zwei Lüfter. Es unterstützt nativ eben 120 und 240 mm Radiatoren. Aber was mich jetzt hier am meisten gewundert hat, ist, dass hier oben und hier unten halt noch super viel Platz ist und es rein theoretisch von der Länge her, wenn wir uns hier das Frontpanel anschauen, für 360 mm Radiatoren ausreichen müsste. Und was ich halt echt krass fand, ist, dass das Ganze nicht mal ansatzweise in dem gesamten Thermaltake-Katalog drinsteht, dass das Ganze eben auch 360 mm Radiatoren unterstützen kann, wenn man hier unten den HDD-Cache entfernt. Und im Zeitalter der M.2-SSDs und ja ganz normalen SSDs, die sich sonst wo verstecken lassen, brauchen wir den HDD-Cache nicht. Da nehme ich lieber, wenn ich hier schon einen Radiator drin platziere, den unnötigen Platz vom HDD-Cache weg und klatsche hier den größten Radiator rein, der hier an der Stelle möglich ist. Und das sind eben 360 mm. Und in so einem kompakten Formfaktor, wie bereits gesagt, es ist kleiner als die meisten MATX-Gehäuse, ein 360 mm Radiator. Das ist wirklich eine Hausnummer. Da ist einfach bis jetzt noch keiner drauf gekommen. Ich kenne kein namhaftes Gehäuse, das unter 25 Liter groß ist, das 360 mm Radiatoren unterstützt und ATX Full-Size Motherboards. Also ich habe da echt Bock drauf, das Ganze in ein kleines Projekt von mir zu verwandeln. Vom Prinzip her passt alles, was ich in meinem InWin 301 drin habe, auch in das Thermaltake G3 rein. Wie bereits gesagt, das Ganze hat hier eben den HDD-Cage und ich würde sagen, ich hole kurz einen Schraubenzieher und dann entfernen wir das Ganze mal und schauen uns an, wie das Ganze dann untenrum aussieht. Und ich muss wirklich zugeben, das Gehäuse hat mich einfach beeindruckt. Also von der Aufteilung her, wie hier mit dem Platz gearbeitet wird, ist das Ganze wirklich für einen 60-Euro Gehäuse einfach unschlagbar. Ja, wir haben hier eben die Möglichkeit, nachdem wir den HDD-Cage von unten entfernt haben, einen bis zu, sagen wir, 40 cm langen Radiator hier in die Front einzubauen und 40 cm, wer ja, sich ungefähr mit den Maßen etwas auskennt, weiß, dass das auch die Norm für die IK-Radiatoren in der ja, 360 mm Kategorie sind. Das heißt, ihr könnt hier 320 mm Lüfter in einer Reihe plus einem Radiator reinhauen. Das hängt natürlich davon ab, was für eine Grafikkarte ihr hier verwenden werdet, denn ja, in unserem Fall haben wir zum Beispiel eine MSI GTX 1080 Ti mit Waterblock. Und die ist 28 cm lang und ja, nachdem wir hier mal reinschauen, sind wir mit 28 cm hier noch gut im Spielrahmen. Also wir haben hier für einen Lüfter und einen, sagen wir, 3 cm dicken Radiator auf jeden Fall Platz. Bei 3,8 wird das Ganze schon so ein bisschen knifflig, also wie bereits gesagt, 28 cm war jetzt die 1080 Ti mit Waterblock. Und wenn wir jetzt hier zu den 28 cm dazu rechnen, haben wir hier 31,5 cm in der Länge. Wenn wir davon ausgehen, dass unsere Grafikkarte 28 cm lang ist, sind wir hier mit 31,5 cm eben bis zu einem 3,5 cm langen Radiator ausgestattet, heißt 25 mm Lüfter und 3,5 cm Radiator können hier im Innenraum platziert werden. Das Ganze könnte man natürlich umgehen und um 2,5 cm erweitern, also vom Prinzip her könnte man eben im Innenraum
einen 6 cm Radiator drin haben, also 6 cm, so ein richtig dicker, heftiger Radiator hier in der Front, dürften möglich sein, wenn wir entsprechend hier die Lüfter außen platzieren. Ob das so ohne weiteres geht, wage ich mal so grob zu bezweifeln, aber es würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, Leute, ich habe gerade in Erfahrung gebracht, dass der dickste Radiator von IK, der XE, der Extreme, 60 mm dick ist. Das heißt, wenn ihr die Lüfter an der Außenwand des Gehäuses platziert, was ihr so oder so machen wollt, denn die Lüfter müssen hier sozusagen den ganzen Airflow in das Gehäuse reinbringen, heißt kühle Luft durch den Radiator durchpushen und dann eben hier, wenn ihr Lüfter platziert und untenrum vielleicht sogar Lüfter platziert, dass dann eben diese Bewegung rein und direkt wieder raus, ja, das heißt so eine richtig schöner kalte Luft rein, heiße Luft raus Effekt, ja, und mit der vertikalen Grafikkarte habt ihr dann noch zusätzlich viel mehr Platz, um eben die Luft nach oben ziehen zu lassen. Mit der Grafikkarte, also der heißesten Komponente im gesamten System, im oberen Bereich ist das natürlich optimal, um den Kamineffekt möglichst gut auszunutzen. Und ja, Leute, ich glaube, das lässt mich gerade wirklich nicht mehr los. Es ist zwar enorm knapp, aber wir können hier tatsächlich einen 6 cm Radiator unterbringen, wenn wir ihn komplett den Innenraum lassen und dann die Lüfter nach außen hin platzieren. Und das wird kein Problem sein. So, hier haben wir jetzt die Front. Wir lassen den einen Lüfter hier dran, nur zum Vergleich. Ja, und wir sagen, das ist unser Radiator. Ja, das ist unser Radiator. Und wenn wir hier die Lüfter platzieren wollen würden, dann müssten wir hier wahrscheinlich diese Erhebung, diese Ausbuchtung hier wegschleifen. Aber geht es auch ohne Wegschleifen? Das ist jetzt die Frage, die euch natürlich brennend interessiert. Das heißt, wir hätten jetzt hier so unsere Lüfter. Und ja, kriegt man dieses Panel hier wieder zu mit den Lüftern. So Leute, ich habe fix einen Cutter geholt. Und das, was wir jetzt hier machen müssen, damit wir hier das Ganze schaffen können, ist eben diese Stifte, die hier an der Seite sind, zu entfernen. Ich weiß nicht genau, wofür die da sind, ganz ehrlich. Denn vom Prinzip her können wir sie so zur Hälfte dran lassen, ja? Zur Hälfte können wir sie dran lassen, damit das passt. Dann müsste das Ganze auch vom Prinzip her greifen. Aber das, worum es geht, primär, sind diese vier Stück, die an den Endungen, diese großen. Die muss man nämlich im Innenraum zusammendrücken, damit sich das Ganze löst. Und ja, nur damit wir die drei Lüfter außerhalb platzieren können, hier so ein bisschen Plastik in Kauf nehmen, dürfte, ja, ein easy Mod sein. Also ich glaube, das Ganze dürfte den Aufwand wert sein. Cutter habe ich hier. Und schon passt der Lüfter hier ohne weiteres rein. Das ist natürlich sehr nice. Und damit können wir jetzt auch testen, ohne die anderen jetzt zu beschädigen, ob man hier das Ganze so wie geplant umsetzen kann. Ja, Leute, ohne groß zu modden kann ich das Ganze jetzt hier nicht umsetzen. Also selbst wenn man diese zwei Stifte hier entfernt und der Lüfter hier jetzt drunter platziert ist, ja, passend tut er zwar. Aber ihr seht, es schließt nur unten ab und es sind so, ja, sagen wir, gut 2 mm oder was, die dort zu viel sind. Also, so wie ich mir das vorgestellt habe, geht das Ganze per Anhieb nicht. Ja, wenn ihr hier schaut, dann seht ihr, dass hier so eine Aussparung ist. Die müsste ich komplett wegflexen mit dem Dremel, also wegschleifen sozusagen, dass das Ganze eine ebene Fläche ist. Im Moment sind dort wie so ein Riemen, der rausgestanzt wurde. Und dieser Riemen ist eben wahrscheinlich genau das, was ein bisschen zu viel in der Breite ist und dann eben dafür sorgt, dass der Lüfter hier entsprechend einfach zu weit vorne raussteht und dann entsprechend hier nicht so einfach befestigt werden kann, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie ich gehofft habe, dass es sein wird. Aber Platz ist hier definitiv genug in der Front und wenn man sich das Ganze anschaut und überlegt,
dann könnte man aus diesem Gehäuse mit nur ein, zwei Kleinigkeiten, ja, ich verstehe nicht genau, wieso man hier diese festen 120 mm Lüfteröffnungen gelassen hat und hier nicht wirklich drei 120 mm Öffnungen gemacht hat und dann hier den HDD-Cage einfach als Option gelassen hat. Das ist so offensichtlich, man könnte hier, wie bereits gesagt, dadurch einen 60 mm Radiator im Innenraum platzieren und außerhalb im Push 25 mm Lüfter. Ah, das wäre ein geniales Setup. Für diese Größe ist das unglaublich. Also, ich bin echt kurz davor gewesen, alleine wegen der vertikalen GPU, dass ich mir dieses Case hier tatsächlich zum Modden dagelassen hätte. Aber ja, das geht wieder weg. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick vermitteln, wie das Ganze hier sozusagen umsetzbar ist. Das Ganze ist wirklich ein ziemlich geniales Gehäuse, alleine wegen der Möglichkeit hier mit einem SFX-Netzteil hier so viel Platz rauszuholen, ist natürlich echt unbezahlbar. Also ich hoffe einfach, dass irgendein Hersteller dieses Konzept aufgreift oder selbst Thermaltake sich das Ganze hier als sozusagen Basis für ein künftiges Gehäuse nimmt, das dann halt so ein bisschen mehr Glanz bekommt. Einfach diese Möglichkeit hier so einen dicken Radiator drin zu verbauen mit 360 mm in diesem Größenkonzept ist einfach der Wahnsinn, ja. Das ist so eine schöne Konstellation an Hardware, die man hier reinpacken kann. Das Ding hier ist eben ja, Plexi bzw. Acrylglas und sobald ich die Folie abnehme, ist es statisch aufgeladen, voller Staub. Und sobald ich es versuche sauber zu wischen, ist es verkratzt. Also Acrylglas ist echt nicht mehr das, was man 2018 als Gehäusefenster verwenden sollte. Mit der vertikalen Grafikkarte habt ihr hier einfach Potenzial, um eben eure Hardware zu präsentieren, Custom Water Cooling anzubringen. Und das ist natürlich eine echt feine Sache, was hier Thermaltake auffährt. Nur ist es natürlich enorm schade, dass das Ganze eben ein Low-Budget-Case ist. Und man merkt es dem Ganzen an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass so ein Konzept mit Tempered Glass für, sagen wir, 20, 30 Euro mehr, ja, wenn wir uns zwischen 90 und 100 Euro bewegen, Tempered Glass hätten und 360 mm Radiator-Support, wäre das in meinen Augen komplett gerechtfertigt. Also alleine das Tempered Glass. So, und was mir witzigerweise aufgefallen ist, wenn ihr euch die Kanten hier anschaut, wo normalerweise das Panel draufkommt, und wenn man sich das hier anschaut, ist das Ganze hier komplett eben. So, wenn wir das Ganze jetzt hier abnehmen, dann sehen wir hier, abgesehen von den zwei Nuten, die hier eingelassen sind, um die Teile hier sozusagen zu verschweißen, ist hier ein leeres Gewinde. So, und dieses leere Gewinde ist an allen vier Ecken. Das heißt, wir haben ein Gewinde, das nicht benutzt wird. Dieses Gewinde wird normalerweise komplett abgedeckt. Und ich glaube, dass Thermaltake sogar vorhatte, das G3 in einer Tempered Glass Variante rauszubringen. Daher kann ich mir vorstellen, dass es gar nicht so schwierig wäre, das Ganze 2018 in einer geupdateten Variante rauszubringen. Und ich glaube, es wäre genau der richtige Zeitpunkt. Ja, dann war es das jetzt hier an der Stelle. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen gefallen und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen vielleicht so ein bisschen die Augen öffnen, dass es auch in der 60 Euro Low-Budget-Region solche coolen Gehäuse gibt, von denen vielleicht einfach keiner gehört hat, beziehungsweise die einfach so ein bisschen unter den Tisch gefallen sind über die Zeit, die aber sehr viel zu bieten haben. Von daher danke ich euch an der Stelle fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GAX TV und bis dahin heißt es wie jedes Mal Gaming Fitness, that's you see on GAX TV.